Jo Leute, heute mal ein Top 5 Video, und zwar Top 5 der dümmsten Kommentare, die immer wieder unter Videos zu finden sind. Legen wir mal los. Und auf der Nummer 5 haben wir Darude Sandsturm. Meine Fresse, ihr Missgeburten. 99% der ganzen Missgeburten, die das unter einen Kommentar schreiben, der fragt ja, wie das Lied heißt, wissen noch nicht mal, woher das kommt. Zur Erklärung, das war früher mal bei einem Streamer, der LOL gestreamt hat, hat er das gesage und schreibe, glaube ich, 4 Stunden im Hintergrund laufen lassen, ohne das Lied zu wechseln. Danach kam der Running Gag, Darude Sandsturm. Zuerst war es nur in den LOLern verbreitet, dann haben irgendwelche behinderten Kiddies, die wahrscheinlich noch niemals im Leben was von diesem Stream oder LOL gehört haben, das adaptiert und benutzen das jetzt auch, und das hat sich immer so weiter verbreitet wie die Pest damals. Wie die Pest, und es hört nicht mehr auf. Wenn einfach mal ein Typ wissen will, wie dieses geile Lied heißt oder wie dieses Scheißlied heißt, je nachdem welche Musik er schon mal hat, kriegt man mindestens von 20 Antworten 19 mal dieses Darude Sandsturm, wovon 18 Leute nicht wissen, woher das kommt. Bitte geht sterben. Jeder, der das schon mal geschrieben hat, ich hoffe, euch sterben 2 Millionen Gehirnzellen dadurch ab. Elendigen. Wobei, ich glaube, 2 Millionen habt ihr nicht einmal, weil sonst hättet ihr schon längst damit aufgehört. Einmal ist es lustig, zweimal ist es, naja, dreimal ist es, und dann alles darunter ist einfach nur noch erbärmlich. Platz 4. Du Hurensohn. Dazu fällt mir auch nichts mehr ein, außer, das ist die dümmste Beleidigung, die ich jemals in meinem Leben gehört habe. Platz 3, und das geht tatsächlich noch dümmer als du Hurensohn, und zwar du bist neidisch. Wenn ich eine objektive Analyse im Kommentarbereich hinterlasse, mit Betonung auf Anal und Lyse, oder subjektiv meine Meinung wiedergebe und sie richtig begründe, dann hat das rein gar nichts mit Neid zu tun, ihr kleinen Pissgesichter. Ihr seid alle noch im Kindergarten oder in der Grundschule und habt wahrscheinlich noch nie was von reflektiertem Denken oder sowas gehört, deswegen werde ich das mal erklären. Wenn ich begründe, warum ich es scheiße finde, und ihr sie nicht mit Argumenten widerlegt, oder mir irgendwie eure Argumente repräsentiert, warum ihr es feiert, dann habt ihr gar kein Recht zu leben. Ganz einfach. So läuft das hier. Außerdem kann ich nicht mal auf irgendwelche Fickfressen neidisch sein, die es tatsächlich schaffen, kleine Kinder zu verführen. Das schaffen 50-jährige Pedos, das schaffen behinderte Flötenspieler, das schafft jeder behinderte Mensch, wenn er behinderten und niveaulosen Content liefert. So, ihr kleinen Schokostecher, jetzt kommen wir in den Endspurt, und zwar die 2 beschissensten und dümmsten Kommentare, die man jemals schreiben könnte. Platz 2. Warum schaust du dir das Video an, wenn du es nicht magst? Dieser Kommentar ist an sich behindert, weil er einfach keinen Sinn ergibt. Es ergibt keinen Sinn. Wie soll ich wissen, dass ich das Video nicht mag, wenn ich mir es verdammt nochmal nicht angeguckt habe? Wie erklärt mir das? Bin ich Hellseher? Bin ich Zigeuner? Habe ich eine Glaskugel oder was? Nein, habe ich nicht. Also muss ich mir logischerweise das Video angucken, um meinen Senf dazu abzugeben. Und ob er negativ ist oder positiv, hängt vom Video ab. Ganz einfach, verdammte Scheiße. Dieser Kommentar ist in sich so unlogisch, dass er keine Existenzberechtigung in meinen Augen hat. Jeder, der diesen Kommentar schreibt, ist ein behinderter Idiot. Top 1 der dümmsten Kommentare, die man jemals unter Videos lesen wird und gelesen hat. Er hat mehr Abonnenten als du, also sei ruhig. Ich gebe euch jetzt einen Moment Zeit, darüber nachzudenken, wie dumm dieser Kommentar eigentlich ist, und dann sage ich meinen Senf dazu. So, ich hoffe, es war jetzt genug Bedenkzeit für euch, weil wenn ihr tatsächlich mehr Bedenkzeit dafür braucht, dann seid ihr wahrscheinlich genau diese Art von Menschen, die diese Kommentare unter Videos schreiben. Also, dieser Kommentar ist an sich so dumm, weil es ist einfach total dumm. Ich kann es nicht mal in Worte fassen, wie dumm dieser Scheißdreck ist. Wenn ich kritisch meine Meinung zu etwas äußere, beziehungsweise mir sagt, was mir nicht gefällt oder irgendwas daran auszusetzen habe, dann habe ich auch das Recht, dies zu tun, und ich werde es auch machen. Ich lasse mir bestimmt nicht meine Meinungsfreiheit von irgendwelchen kleinen Pissgesichtern nehmen, nur weil sie eine Meinung sind. Da ich weniger Abonnenten habe, habe ich die Fresse zu halten. Scheiße, ihr habt hier die Fresse zu halten. Vor allem finde ich das sehr ironisch, dass mir das gerade die Leute sagen, die selber nicht mal einen einzigen Abonnenten haben. Also rein von der Logik, also Logik ist da nicht, aber rein von diesem Denkschema der kleinen Kiddies hätten sie eigentlich die Fresse zu halten, wenn sie mit mir reden, ne? Aber so ist es nun mal nicht. Und was wäre das für eine Welt, wenn es tatsächlich so nach deren Logik geht? Dann könnten ja Buchkritiker, Filmkritiker und so in ihr Maul nicht aufmachen, weil sie selber keine Bücher und Filme schreiben oder was. Beziehungsweise Filme drehen. Bei manchen Leuten, da fehlen mir echt noch die Worte, also. So, meine Leute, danke fürs Zuschauen. Ich hoffe, ich konnte euch damit belustigen und euch die Augen öffnen oder sonst irgendwas. Auf jeden Fall. Wie gesagt, danke fürs Zuschauen und tschüss.